Hallo und herzlich willkommen zurück zu Bayonetta 3 und dem Beagle. Jemand, der mich die ganze Zeit Erzerwa nennt, ist wieder bei mir und sagt Hallo. Naja, soll sie halt mal da sein. Oh, okay. Ist ja gut. Okay. Erstmal alles kaputt machen hier. Also, so richtig weiß ich noch nicht. Warte mal, ich gehe noch mal auf die andere Seite. Da ist eine CD. Wie komme ich denn an diese CD ran? Hui, das war ja ganz schön interessant. Aua, aua. Okay. What? Okay, ich hab's verstanden. Ist okay. Aber dann dürfte ich da ja auch nicht vorankommen, oder? Doch, hier geht. Dann muss ich wohl von hier. Ah, nein, nein. Jetzt habe ich es schon fast geschafft, ne? Habe ich auch noch mal voll gekriegt, die Mondperle. Auch die rüsten wir natürlich sofort aus. Zack. Wir können auch noch ein paar andere Sachen ausrüsten. Nein. Viola ist ja soweit fertig. Ja. Miss Butterfly, damit kann ich ja gar nichts anfangen. Ignis, Arena, Jojo. Arenal-Jojo. Ah, das ist die Spinne, ne? Hm. Sollte ich mal weitermachen? Genau damit. Was? Warte mal, was ist das denn? Aha. Okay. Heißt das etwa, ich muss um... Warte mal, das hier... Ah. Und das ist dann... Ich bin ehrlich gesagt ziemlich gespannt darauf. Ach, ich bin noch gar nicht fertig. Ja, den Zug, den habe ich jetzt natürlich noch gar nicht gemacht. Ihn hier kann ich eigentlich auch mal voll ausrüsten. Weil ihn benutze ich wirklich oft. Das Einzige, was ich nicht oft benutze, ist den Gehprügler. Aber wenn ich den mal wieder brauche, wäre es schlau, wenn ich ihn... Ich habe hier nichts mehr. Na gut. Gut, dann nicht. Der Soundtrack ist mir dann jetzt auch erstmal Latte. Faszinierend, aber wo muss ich denn? Okay. Ach, da hinten muss ich hin. Oh. Ich wollte doch nur da rein. Ich muss zugeben, dadurch, dass ich jetzt die letzten Wochen doch sehr viel krank war, ich war jetzt insgesamt 4 Wochen am Stück krank. Während Alan Wake hatte ich ja die Blasenentzündung. Oh Gott, nein. Wo
Wobei ich da wenigstens Alan Wake noch halbwegs aufgenommen bekommen habe. Aber danach hatte ich heftige Magenprobleme und konnte mich dementsprechend oft gar nicht so wirklich konzentrieren. Okay. Ja, dann nicht. Auch das geht nicht. Ich verstehe es nicht. Na gut. Dann nicht. Ich werde es verkraften. Hui. Da habe ich fast gar nichts aufgenommen. Außer hier und da mal wirklich eine Folge Alan Wake. Dann bin ich ja nochmal richtig krank geworden. Mein Arzt hatte ja mal irgendwas vermutet, dass die Antibiotika bei mir so viel kaputt gemacht hätten. Da habe ich extra gar nichts aufgenommen. Ich habe da eine Woche lang einfach stupide Supernatural geguckt. Doch Saw habe ich aufgenommen, aber da habe ich genau 3 Folgen geschafft. Danach war ich so erschöpft, dass ich einfach den ganzen Tag geschlafen habe. Da wäre Folklore nicht auch noch drin gewesen. Und dann hätte ich natürlich theoretisch Zeit haben können. Aua. Ja, ist nicht wise. Aua. Das ist echt blöd, lieber Bammann. Okay. Aua. Ich sehe halt auch einfach wieder gar nichts. Was kann er eigentlich machen? Okay, weiß ich nicht. Unleash it. Dann kam ja wie gesagt Bayonetta raus. Da habe ich so gerade mal ein bisschen Zeit gehabt, die ersten paar Folgen Bayonetta aufzunehmen. Gebe zu, dass ich dann auch einfach mal was für mich spielen wollte. Das habe ich nämlich dann mit Rose, Shadow of Rose gemacht. Das habe ich wirklich nur für mich gespielt, aber nur an 2 Tagen. Das war super kurz. Ich habe damit Bayonetta weitergemacht und ja, auch die letzte Woche bestand darin, dass ich eigentlich immer mal wieder so 2, 3 Folgen geschafft habe und dann zu erschöpft war, weil mein Körper einfach überhaupt nicht richtig auskuriert ist. Sehr doof. Und ich habe erst im Dezember Urlaub. Und es ist einfach so, dass das Krankschreibung echt überhaupt nicht, gar nicht. Naja, weiß ich. Krankschreibung ist halt nicht gesund werden, ne? Krankschreibung ist halt. Unleash it. Do it. Not picking up. Do it. Was muss ich denn tun? It's about time I got moved. No infernal entry here. Was muss ich denn tun? Das ist die Frage. Do it. Not picking up. Nee, warte mal. Was? Do it. No infernal entry here. Ah. Bist du das falsche Monster? Ach, du bist das falsche Monster. Es kann nur dieses hier sein.
Looks like one blow may not be enough. Okay. Take it. Okay, warte mal, was? Jo, und Sildar, if you would. Do it. No infernal entry here, it seems. Oh, meine Güte, was? Sildar, take it. Take it. Take it. Unleash it. Now's your chance. No infernal entry. Sildar! Ich verstehe es gerade nicht so ganz. Was ist denn meine Aufgabe? Was ist denn meine Aufgabe, verblutete Scheiße, nochmal? Okay, eins fehlt noch. Unleash it. Was ist denn? Oh, du dummer Vogel, was? Ach toll, jetzt ist das da oben schon wieder weg. Ich hasse es, wenn ich solche Aufgaben habe, wo es echt so drauf ankommt, dass ich mit ihm treffe. Das ist doch so bescheuert. Okay, jetzt muss ich nur irgendwie das da oben irgendwie... Warte mal. Kann ich... darüber. Do it. No infernal entry here, it seems. Ah. Es ist das auch schon wieder aus. Leute, ich weiß gerade nicht, was die von mir wollen. Ich weiß es schlicht nicht. Ja, aber irgendwie muss ich doch noch das da oben. Hier ist noch irgendwo eins, aber wo? Wo denn? Ich sollten. Oder sind es nur vier? Sildar! Unleash it! Oh ja, Mann, das da oben. If you would. No infernal entry. Das sind wieder diese Momente, wo ich einfach nur einen Abpack kriege. Ehrlich. Was will dieses Spiel von mir? Was? Was? Ich weiß es einfach nicht. Unleash it. So, und wie komme ich jetzt an das letzte da oben dran? Kann mir das mal jemand erklären? Unleash it. Sildar, if you would. Ja, aber wie komme ich an dieses da oben dran? Verdammte Dörre Scheiße, Mann! Also die beiden hier unten sind ja wirklich kein Problem. Warte mal. Ich will mal was ausprobieren. Sildar!
Müsste ich jetzt nicht auch das da oben erreichen irgendwie? Das ist doch bescheuert. Warum kann ich denn das da oben nicht erreichen? Ich kann das da oben nicht erreichen. Ich weiß nicht warum. Ja, komm. Ich werde jetzt bestimmt nicht extra, nur mich aufzuladen, nochmal da hinten hin zurückgehen. Das lädt sich schon noch auf. Manchmal merkt man schon, dass die Spiele halt Switch sind, ne? So, auf der Entfernung her ist manches nicht so schön, wie ich es bei der PlayStation gewohnt bin. Zur Ehrenrettung der Switch. Sie ist ja nun mal auch ein Handheld, ne? Und ich finde, für ein Handheld hat die Switch wahnsinnige Entwicklung hingelegt. Nur wie gesagt, es fällt einem halt auf. Ich habe eine Freundin in der Tat, die mir dann immer sagt, so, ja, die Switch, also man merkt halt Grafikeinbußung hier und da und da und gerade die Entfernung und es sieht doch dann alles so matschig aus und oh, Bayonetta. Na gut. Und ich denke mir halt, ja, das stimmt alles schon. So klar, die Grafik ist nicht so geil wie auf einer PlayStation 5, PC oder Xbox. Nur es ist halt auch ein Handheld, ne? Dass man überhaupt die Möglichkeit bekommt, das Ganze mittlerweile am TV zu spielen, finde ich eigentlich ziemlich cool. So, dafür war Game Boy einfach früher so gar nicht konzipiert. Oh, habe ich schon wieder die Hälfte geschafft, ja. Dahingehend finde ich die Entwicklung der Switch doch sehr positiv. Aber sie wird halt allein schon von der Leistung her, für die sie nicht gemacht ist, niemals an eine Konsole rankommen. Das ist ehrlich gesagt für mich auch total okay. Solange ich so geile Spiele wie Bayonetta drauf bekomme, I don't care. Zeremoniemaske. Kann ich sogar kaufen, damit sie in ihrem Zimmer hängt. Die Shirts möchte ich sowieso nicht. Und habe trotzdem noch genug über, um mir das Bilderbuch jetzt endlich mal zu kaufen. Ich kenne sogar jemanden, der hat mir mal gesagt, dass er eigentlich eine 250 Euro teure Pokémon-Maschine hat damit. Weil er nichts anderes auf der Switch spielt als Pokémon. Und ganz ehrlich, auch das finde ich total legit. Bis ich Bayonetta und so hatte, eigentlich ist es wirklich nur Bayonetta. Also meine Switch ist eine 250 Euro teure Pokémon- und Bayonetta-Konsole. Ich habe auch andere Spiele. Ich habe Zelda Breath of Wild. Hat mich leider nicht so abholen können. Ist einfach nicht... Ich komme da einfach nicht rein. Und ich weiß, dass es ein grandioses Spiel ist. Das weiß ich wirklich. Ach komm, warum kann ich nicht einfach mal was geschenkt bekommen? Warum ist immer alles hier... Warum immer alles jetzt hier verbunden mit so einer Scheiße? Ach so. Cool. I don't care. Wo muss ich denn hin? I got moving again. Hinten. Ohne die Switch, wie gesagt, ohne Bayonetta, wie gesagt, hätte ich ehrlich gesagt einfach, glaube ich, gar nichts. Und ohne Pokémon auch.
Wobei ich sagen muss, dass ich bei Rubinrot und nicht Rubinrot, Karmesin und Dings noch warten werde. Es kommen einfach zu viele PlayStation-Spiele raus. Und da muss ich halt leider ein paar Abstriche machen. Aber ich möchte es definitiv noch haben. Genauso wie ich Pokémon Legende von Arceus, so wie das heißt, haben möchte. Weil das soll ja ziemlich gut sein. Wird es noch geben, aber im Moment bin ich einfach auch noch nicht so, nicht im Pokémon-Flair noch drin. Das ist immer so schubweise bei mir. Und dann suchte ich das auch einfach komplett durch. Was erwartet mich hier? Oder kriege ich das einfach geschenkt? Was? Wie arschig bist du denn? Habe ich auch schon lange nicht mehr gehabt, dass mich so ein Teil angegriffen hat. Okay, ich mache hier einen Cut rein. Aber ja, das ist so meine Switch-Erfahrung. Ist nicht viel, ich weiß. Ich habe sie auch teilweise 2 Jahre lang nicht mehr benutzt. Da habe ich schon Panik bekommen, mein Akku ist kaputt. Aber es ist halt einfach nicht viel rausgekommen und Pokémon war einfach nicht die Phase. Ich bin so absolut ein Consolero-Biegelchen. Ich habe die halt mehr benutzt, als ich noch mehr auf Reisen gewesen bin. Und durch Corona ist das alles sehr erstumpft. If I'm going to waste time, sehr sogar. I'd rather do it in a nice hot bath. Aber jetzt gerade wird sie ja benutzt. Oh. Ich bin müde, aber möchte noch wissen, wie dieses Kapitel ausgeht. Das werde ich noch eine Folge in jedem Fall machen. Wir sehen uns nächste Folge wieder. Sagt mir gerne. Seid ihr, wie benutzt ihr eure Switch denn so, wenn ihr eine Switch benutzt? Ist es denn mehr so für unterwegs? Ist es wirklich eure Hauptkonsole? Oder euer Haupthandheld, sage ich mal? Und ich möchte jetzt bitte keinen Konsolenkrieg. Jeder spielt auf dem, was er spielen möchte. Und wenn jeder alles spielt, auch fein. Wenn jeder eine Lieblingskonsole hat, auch fein. Ich will wirklich einfach nur wissen, so, wie benutzt ihr eure Switch? Ist es wirklich auch eher so, dass ihr dass es eure Pokémon-Maschine ist? Oder ihr wirklich sagt, ich habe ziemlich viele geile Spiele. Und für unterwegs ist es einfach unschlagbar. Und ich finde, das ist für mich immer das größte Argument, die Switch für unterwegs. Ich bin nur leider so selten unterwegs im Moment. Wird sich vielleicht auch wieder ändern. Aber wird mich wirklich interessieren. Also, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Haut rein!